Liebe heißt. Bedingungsloses Liebe heißt bedingungsloses Vertrauen. Hast du Vertrauen zu diesem System? Hast du Vertrauen in die Exekutive und dass, wenn es hart auf hart kommt, sie auf der Seite des Volks und nicht der internationalen Banken, Großkonzerne und geheimen Lobbyistentreffen aller Bilderberg stehen? Ein gutes Beispiel, die Bilderberg-Gruppe. Es sind eine Gruppe von Menschen aus den höchsten Rängen von Wirtschaft, Politik, Medien und Adel. Und wenn sich ein Vorsitzender der Weltbank, der Chef des CIA und Heinz Fischer über Themen wie Afrika bereden und kein einziger Delegierter von Afrika vertreten ist und noch dazu, dass alles unter Ausschuss der Öffentlichkeit passiert, brauche ich keine globale Banken-Großkonzern-Schattenregierungsverschwörung, um zu wissen, dass das falsch ist und man dagegen protestieren muss. Ich möchte hier auf meine Petition aufmerksam machen, welche für totale Transparenz oder für ein Verbot des Bilderbergstreffens in Tirol nächstes Jahr, welches gleichzeitig mit dem G8 bzw. G7-Treffen einhergeht. Die E-Mail-Seite wäre www.change.org/p/stop-bilderberg oder einfach googeln Stop Bilderberg und Change. Change und Stop Bilderberg. Nein, du lebst auf einer sehr, sehr kleinen Insel, der Seligen, namens Österreich. Sie ist aber auch eine Insel der Wahnsinnigen und Ignoranten. Und glaub mir, ein Trachtenhut fängt auch schnell Feuer. Wenn du wirklich denkst, dass eine Welt ohne Geld, beziehungsweise fürs Erste mit einem neuen Geldsystem, ich verweise hiermit auf unseren alten homophoben, antisemitischen Bruder Franz Hörmann, falls irgendwelche Reporter vom Weißmagazin hier sind, das war jetzt ein Scherz. Nochmal, wenn du wirklich denkst, dass eine Welt ohne Geld nicht möglich ist, dann limitiere deine und vor allem unsere Zukunft gefälligst nicht. Lass dir gesagt sein, das Ende des Kapitalismus ist möglich. Andere Menschen zu inspirieren, in Frieden auf die Straße zu gehen, ist möglich. Das Vertrauen in das System, in deine Umwelt, aber vor allem in dich selbst wiederzufinden, ist möglich. Angst ist das Gegenteil von Liebe. Wenn du Angst hast, dich mit solchen Themen wie der Federal Reserve Bank, 9/11, dem Brand des Berliner Reichstags, den Verbrechen des Nationalsozialismus, transatlantischen Freihandelsabkommen, Steuerhinterziehung von Großkonzernen oder mit dem offiziellen Mindestalter für Kinder im Vatikan für Sexualverkehr auseinandersetzt, dann vertraue einfach mal, dass durch diese Konfrontation und für vielleicht auch schmerzvollen Prozess du eine Neugeburt deines Glaubens und Wissens haben wirst und dadurch die Kette von Ursache und Wirkung, Karma, zu mehr Vertrauen zum Organismus Mensch inspirieren wirst. Und warum? Weil du dann hier und jetzt weißt, dass das falsch ist, was hier abgeht. Und das System, in dem du eingesperrt bist, bis zum Himmel stinkt. Du bist nicht frei. Du lebst in keiner Demokratie. Und das System hindert dich, im vollen Vertrauen im Hier und Jetzt deiner Intuition und Träume nachzugehen. Zwei Minuten. Stattdessen versklavt es dich im kapitalistischen Firmenirrenhaus, in ständiger Angst, der Zeit beraubt, ein Leben zu leben, was nicht annähernd deines vollen Potenzials nahe kommst. Realisier endlich, wir haben alle Angst. Konfrontier dich damit und transzendier es. Um jetzt noch eine Ebene höher zu gehen, möchte ich mir erlauben, über den physischen Aspekt der emotionalen Qualität der bedingungslosen Vertrauen einzugehen. Also das am meisten mystifizierte und fehlinterpretierteste Wort der Welt, der Liebe, beziehungsweise des bedingungslosen Vertrauen. Emotion wird generiert im perfektesten, aber leider nicht mit allen Updates ausgestatteten Apparatus namens Gehirn. Elektromagnetische Schwingung, Frequenz, Ton. Ich möchte alle, die noch nicht was von dem Begriff Chematics oder Cymatics gehört haben, bitte sich das jetzt kurz aufzuschreiben. Chematics, wer hat von Chematics schon einmal gehört? Cymatics. Bitte schreibt doch das aus, Leute. Das ist so ein Schlüssel, um wirklich herauszufinden, was hier abgeht. Laut Wikipedia ist Chematik. Der Begriff Chematik wurde von dem Schweizer Naturforscher Hans Jenny für die Visualisierung von Klängen und Wellen geprägt. Das Wort ist vom altgriechischen
Kuro für Welle abgeleitet. Im Englischen hat sich die Bezeichnung Simatics eingebürgert. Ausgehend von Arbeiten von Galileo Galilei, Robert Hooke und besonders von Ernst Florence Friedrich Chladni's entwickelt Jenny durch systematisches Variieren der Parameter die Technik zum bildgebenden Verfahren von Klängen weiter. Das einfachste Verfahren besteht darin, eine Platte, zum Beispiel Glas oder Blech, mit einem feinen Pulver, zum Beispiel Ruß oder Blütenpollen, gleichmäßig zu bestreuen und durch Anstreichen mit einem Geigenbogen in Schwingungen zu versetzen. Heutzutage werden Lautsprecher eingesetzt und durch geschickte Beleuchtung und Einsatz von Videotechnik können aus Schwingungen in Flüssigkeit visualisiert werden. Was da passiert, ist, dass du siehst, dass diese Schwingung, diese Frequenz, ein sakrales, ein Mandala zeugt, dass diese Frequenz, die da abgeht, nicht nur durch Emotionen, nicht nur durch Musik, nur durch, das ist nicht nur Ton, ja, das ist eine, man muss sich das anschauen im Internet, ich kann das nicht so gut beschreiben, Cymatics, ja, unsere Gedanken sind Ton, du bist Ton, alles ist Frequenz, wir sind alles ein Ball von Bewusstsein, der auf einer gewissen Frequenz schwingt und das ist Angst und deswegen, I'm sorry, ich höre jetzt auf, danke, danke, danke. Bravo!